Hallo, liebe Leute, es geht wieder los. Wir haben heute einen Meteor eingeschlagen auf der Erde hier im Fahrradsalon. Wunderschöne Draht mit einer seltenen Rahmenform, wie sie aber typisch war Anfang der 90er Jahre. Mit diesem Dreieck nach unten. Ich glaube, bei Alpine Star war das. Univega hatte diese Rahmen. Der Hinterbau so ein bisschen wie ein BMX gehalten, hier mit diesem runden Rohr, rundgezogenen und angeschweißten Ausfallenden. Jo, Dreck ist dran, wie immer. Dreck seid ihr gewohnt von mir. Bei meinen Rädern ist immer ein bisschen Staub, ein bisschen Dreck mit dran. Die meisten sind nicht auf Hochglanz poliert. Es ist ein Meteor mit relativ gut verarbeiteten Schweißnähten. Also wirklich, muss man sagen, ist kein Billigrad. Aber es hat eine günstige Ausstattung gehabt. Damals die Altus, günstig, aber verlässlich, Altus C10. Für mich, ich finde die Bremshebel klasse. Also wirklich, die Bremshebel von 1, das kannst du wirklich mit einem Finger, und wenn es der kleine Finger ist, so geil bedienen. Altus C10, macht richtig Spaß. Ich habe es gehabt als Ausstellungsstück und habe es einmal in der Vermietung gehabt tatsächlich. Da ist es für 3 Wochen weg gewesen und hat auch einige Macken bekommen, also im Lack auf alle Fälle. Davor war es nahezu ungefahren, also es war wirklich wie neu. Wenn man jetzt mal hier über die Felge geht an den Seiten, sieht man das auch hier oben. Die werden blitzeblank wieder, die sind kaum angebremst. Also da ist wirklich kaum Fahrspuren dran an dem Teil. Ein Meteor MT300C. Was das zu sagen hat, auszusagen hat, weiß ich nicht. Also wie gesagt, eine Altus C10 Ausstattung, auch diese Schalthebel hier unten, Altus C10. Wunderbar, die schalten, die hinteren, total genial, total einfaches System, funktioniert sehr gut, schaltet zuverlässig, Bremsen, Bremsblöcke, es ist an diesem Rad alles noch Erstausstattung, wirklich alles, ja. Also sogar die Bremsbeläge sind noch die originalen. Es ist kaum gefahren, es hat leider Gottes jetzt einige Kratzspuren, weil ungefähr 5 Jahre jetzt bei mir im Laden. Davon alleine 2 oder 3 Jahre in der Tür, in der Eingangstür vorne drin gehangen. Und immer wenn man die Tür auf und zu gemacht hat, musste man dieses Rad hin und her schieben. Also immer ordentlich in Bewegung, dadurch gewesen, dadurch einige Macken bekommen. Dann wie gesagt, diese 3 Wochen hat es jemand gemietet, weil es voll ausgestattet ist. Es hat Schutzbleche, es hat Licht und es hatte mal eine Klingel. Die ist jetzt leicht lediert schon mittlerweile. Und ein Gepäckträger für Packtaschen. Das war dem Herrn, der es ausgeliehen hat, wichtig, weil die sind zur Ostsee hochgefahren mit dem Teil. Und das hat es sehr gut überstanden. Die waren sehr zufrieden mit dem Rad. Das ist jetzt aber auch schon Jahre her. Danach, wie gesagt, hing es erstmal 3 Jahre bei mir in der Tür. Man sieht es eigentlich, es ist wirklich so gut wie nie gefahren. Also hier ist halt, der Antrieb ist frisch und knackig. Altus C10 Komplettausstattung. Na, das Einzige, was echt gelitten hat bei mir, ist der Rahmen. Hier der typische, was bei mir passiert im Laden. Leider. Ich müsste diese ganzen, hier diese Teile, diese Achsen, Achsmuttern, Achsenden, das ist das Schlimmste hier. So eine Schnellspannachse. Die zerkratzt bei anderen Rädern so derart den Lack. Das ist unglaublich hässlich. Müsste man extra nochmal isolieren, richtig, ja, richtig ummanteln. Ja, wie gesagt, fast tippitoppi. Man hat hier ein ganzes Fahrradleben nochmal vor sich. Antrieb, wie gesagt, ist frisch.
alt, aber frisch. Frisch geputzt ist es nicht. Hat auch dieses verstärkte Rohr hier oben, wie das Kalkhoff. Ein bisschen geweitete. Sehr eigenwillige Rahmenkonstruktion. Die Gabel, wenn man schaut von hier, sieht man die Gabel unheimlich schräg. Geht die nach vorne. Also mit dem ganzen, das ganze Rahmenrohr hier. Steuersatz. Von der Neigung her unheimlich schräg. So war das damals. Hier, das ist echt hier voll weggerieben von dem immer rein und raus, das Ding einmal überschrubben, einmal überputzen und ihr habt ein richtig schönes Rad wieder und könnt damit jahrelang fahren. 100% hältet Jahre noch Stand. Die Bereifung ist auch original. Voll erhalten, volle Noppen. Ich hoffe, das Licht funktioniert noch. Das weiß ich nicht. Es ist dran. Es hatte funktioniert. Das zeige ich bei all meinen Rädern, auch wenn die Leute zu mir in den Laden kommen. Checkt auf alle Fälle das Rad nochmal durch. Der Sattel, der ist natürlich Quark. Der Sattel ist Quark. Der ist auch nur drauf gekommen auf Wunsch damals, weil die wollten einen breiten Sattel drauf haben. Die wollten nicht so einen schmalen drauf haben, sondern die wollten halt einen breiten Sattel drauf haben. Da habe ich halt nie gebraucht, einen breiten Sattel drauf gemacht hier. Also da gehört ein kleiner Mountainbike-Sattel und ein schmalere drauf, ohne diese Federung eventuell. Oder ihr lasst es so, wie es ist. Schutzbleche sind dran, nicht gebrochen. Vorne und hinten. Kettenschutz ist hier dieser Kettenschutzring. Ja, das war damals toll. Die Kette führt nicht durch den Rahmen durch. Das ist bei dieser Rahmenkonstruktion eben diese außergewöhnliche. Toll. Ich mag das Rad sehr. Es sind seltene 26 Zoll Araya Felgen. Also die sind mittlerweile auch sehr gut gehandelt. Ob man das hier einfangen kann, weiß ich nicht. Aus Japan. Ich putze mal die Stelle frei hier. Araya Japan VP20. Ja, 26x1,5 HE. In Schwarz, kaum angebremst. Hier oben sieht man so leicht am Eloxal, also an der Eloxierung hier so ein bisschen so einen kleinen Abrieb. Aber wie gesagt, die ist ja damit die gute Form. Was ist die Art hier vorne? Zur Ostsee und zurück. 3 Wochen lang. 500, 600 Kilometer gefahren. Also das ist schon in Ordnung. Dafür. Wie gesagt, der Lack hat hier überall so ein paar Macken. Hier vorne von den vorderen Muttern. Von den anderen Rädern, hinten von den hinteren Muttern, von den anderen Rädern, hier oben von den Bremsen, hier von den Lenkern, hier oben, das ist immer so typisch, das sind diese typischen Stellen, die man so hat. Schönes Blau, in aber guter Erhaltung, also wirklich gut, sehr gute Erhaltung. Mountainbike in der Stadt. Die Klingel muss neu. Ja, die Klingel ist Schrott, die muss neu, die ist definitiv Schrott. Der Sattel, den würde ich auch als Schrott bezeichnen, weil der hing jetzt 3 Jahre lang, hieß tatsächlich an dieser Stelle, hing hier so ein Haken, war hier so ein Haken drin, bupp, und da hing das ganze Rad dran. Und wurde immer hin und her bewegt, der Sattel ist Schrott, die Klingel ist Schrott, die Griffe sind Schrott. So, das sind wir mal die Sachen, die Schrott sind. Sind wir aber dann auch schon durch, das war. Na, der Rest ist toll. Der Rest ist völlig okay, völlig in Ordnung für ein sehr stabiles Rad, mit dem man noch lange, an dem man noch lange Freude haben werdet. Jo, das ist es für heute. Fantastisch, auch das Design. Meteor. Ja. Meteor. Und dann steht hier drin nochmal das kleine M, das kleine E im großen E, das kleine T im großen T, das kleine E. Und so weiter. Das O, das R, fantastisch. Haben sich damals richtig was einfallen lassen. Die waren nicht so einfallslos, so wie heute alle. So, wird hinbatschen und dann ist gut. Ja, wo kommt's denn hier? Exklusivvertrieb Cycle Europe Overrad.
Da wurde es mal verkauft und Herfurtstraße in Berlin, der Fahrradladen, das scheint der ursprüngliche Aufkleber zu sein. Herfurtstraße in Berlin, Fahrradladen, da ist es. Erfurt, in Erfurt. Gut, war's für mich für heute von dem Rad. Wenn es euch gefallen hat, denkt dran, abonniert. Und ja, dann habt ihr mal die News. Von Toy, die News zumindest. Und wisst, was bei eBay gerade so läuft. Und könnt eventuell ein Schnäppchen machen und habt euren neuen Begleiter für den nächsten Sommer dann in einer Woche oder so. Ne? Das ist doch auch mal was, das ist doch was Schönes, das ist was Tolles. Also der nächste Sommer kommt bestimmt. Selbst wenn es jetzt nochmal schneit und Winter und Frost und was auch immer kommt. Der Sommer kommt. Der Sommer kommt immer. Also, bieten und das war's. Bis dann. Ciao.